Die letzte Hürde dieser Karte. Willkommen zurück, Avis. Das sind schon so ein paar Stats, ne? Das ist schon ganz nett. Kann man mal haben. Klar, warum nicht? Sind wir uns einig? Das könnte auf jeden Fall nochmal sehr spannend werden. Ich meine, mit Julius und Ishtar, das war fast ein bisschen unspektakulär mit dem Schloss einnehmen letztendlich. Auch wenn es gar nicht so geplant war. Aber egal, ich meine, es hat funktioniert und ist doch ganz schön. Nun gut, wir sollten auf jeden Fall unseren Sturm da oben sorgfältig planen. Gleichzeitig müssen wir aufpassen, denn die Typen, die wollen auf Palmach los und das geht natürlich nicht. Da müssen wir selbstverständlich etwas dagegen unternehmen. Ich würde sagen, bewegen wir uns doch erstmal alle hier nach vorne. Die Frage ist, kann ich euch schon entgegenkommen einigermaßen? Ist ein bisschen schwierig tatsächlich, ne? Ja gut, ob ich jetzt Lana unbedingt schon direkt vorne brauche, ist doch die andere Frage. Ich glaube, ich bewege tatsächlich erstmal euch jetzt so, weil die Brücke ist an sich erstmal noch ein Chokepoint, den wir halten können. Deswegen ist das Ganze in Ordnung. Arte oben ist halt schon sehr nützlich. Tine könnte durchaus noch das ein oder andere Level ab sich krallen. Apropos, warte mal, was hast du für ein Stabniveau? Ach, B-Niveau. Ja, Stärkung kannst du nicht benutzen, schade. Ich wollte die Stärkung mal wieder reparieren. Wenn du schon auf dem Weg bist, dann machen wir das nämlich mal. Das ist nämlich auch noch was, was aussteht. Und ab jetzt könnte uns die Stärkung nämlich wirklich mal wieder weiterhelfen. Eine ganze Weile haben wir die nicht benutzt. Nun ist es aber Zeit. Oh. Und ich sehe gerade, du hast ganz schön wenig Ressourcen vergleichsweise, ne? Warte mal, die Stärkung. Was ist dein anderer Stab? Moment, mach. Ja, stimmt, die Stille, richtig. Alles klar. Ja, diese Anwendungen werden uns auf jeden Fall weiterhelfen. Bin ich überzeugt davon. Ach so. Ach, egal. So. Genau, Arthur geht nach oben, das ist klar. Oder porte ich... Weißt du was? Lass uns doch Arthur einfach hochporten. Ganz im Ernst. Er hat Forseti dabei. Er hat Forseti, Mann. Kann doch eh wieder alles egal sein. Insgesamt so. Ist doch völlig irrelevant. Forseti regelt das Ganze dann schon. Brauchst doch überhaupt keinen Kopf hier zu machen, ja. Ist doch alles supi. Warte mal. Da ist kein Baum dazwischen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Er kann sich noch dahin stellen, das ist ganz gut. Dann kantern wir uns mal ein bisschen durch, würde ich sagen. Aber erstmal greifst du hier an. Sauber. Diamoid. Mach ihn fertig. Beziehungsweise muss Selef nochmal nachhelfen, das ist klar. Machst nicht gerade viel Damage hier, aber ist schon in Ordnung. Sauber. Gut. Kann sich doch alles sehen lassen. Weil ich gerade überlege, ich glaube, Arthur ist schon wieder zu ausweichstark, wenn ich Selef dabei lasse, oder? Da müssen wir euch auch noch ein bisschen uns zurückhalten, gegebenenfalls. Nicht, dass ich jetzt zu sehr übertreibe. Ach, guck mal, da unten, das ist eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ja, komm. Ja, wenn ein paar Leute auf Selef losgehen von da unten, habe ich eigentlich auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Bei euren schwammigen Quoten wird das auch nicht gerade besonders gut für euch ausfallen. Let's go! Sauber, erstmal weggecrittet. Und unser Gold für Forseti kriegen wir sowieso wieder zurück. Das ist ideal. Wie so oft? So, okay. Gut, dann würde ich sowieso ganz gerne mal das Schlafschwert an Fee weitergeben, ehrlich gesagt. Ich denke, Fee ist am besten geeignet dafür, dass ich mal diese, ja, diesen Trick, sagen wir mal, ausnutzen möchte. Ich habe da einfach Bock drauf, ganz im Ernst. Lass uns doch mal was Lustiges machen in diesen LP noch. Hm? Irgendwas, was man vielleicht nicht so oft sieht. Und da ist das doch ideal. Apropos, die Rückkehrbinde ist eigentlich auch meistens ziemlicher Quatsch. Ich wüsste jetzt spontan auch gar nicht, wo ich die noch großartig brauchen würde überhaupt. Weg mit dem Ding auf jeden Fall schon mal. Wobei, eigentlich könnte sie sogar... Na, es lohnt sich nicht, dass die jetzt jemand kauft, ne? Ich überlege gerade, ob man damit noch irgendwas anstellen könnte im Endgame, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wüsste ich jetzt spontan nichts. Kann man Paddy noch irgendwas geben, sonst, da überlege ich auch die ganze Zeit. Und der Kraftring sollte eigentlich auch woanders landen. Das ist halt auch ein bisschen, ja, ne? Aber gut, ich lasse ihn mal noch da, weil Paddy ist gerade mit an der Front, das passt dann schon. Dann ist das natürlich wieder in Ordnung. Doch, ich würde sagen, das ist in Ordnung, ja. Aber vielleicht können wir das Erdschwert reparieren. Ja, das ist zwar teuer, aber es lohnt sich auch.
Mit dem Erdschwert kann ich ja alles Mögliche machen. Zumindest bin ich ziemlich safe damit. Das ist immer das Schöne daran. Alles klar, Leute. Alles klar. Genau, ich dachte mir eigentlich, dass Feger ein ganz guter Kandidat dafür wäre. Mit dem Schlafschwert. Ach ja, warte mal. Wir wollten auch noch Berserken, ne? Warte mal, also. Wenn ich jetzt nach oben gehe. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4. 4 Felder müsste ich da noch zurücklegen. Also darf ich maximal 5 Felder bewegen. 1, 2. Könnte ich hier schon jemanden berserken, wenn ich Bock drauf habe? Ja, es gibt Kriegerbogentypen. Die könnten mit den Magiern wahrscheinlich ganz gut klarkommen. Lass uns da einen berserken. Klar. Hihihi, haben wir es auch mal gemacht. Sehr gut. Weil das Problem mit Berserker ist, durch den niedrigen Magiewert von Fee kann ich das selten wirklich gut ausreizen. Ist mir so aufgefallen. Ja, ich könnte es sogar an Tine oder so geben, aber ich muss mal gucken. Aber eigentlich, es ist zwar cool, wenn man eine Rabattbinde hat und so, ne, und da den Berserker günstig reparieren kann, aber trotzdem haben wir halt nicht den besten Magiewert. Wir sind gerade an einer ganz schwierigen Grenze, habe ich den Eindruck, mit ihr. Und das ist ein bisschen schade, aber gut, ist eben so, ne. Ich denke mal, Kriegerlanze und Feuerschwert werden bleiben. Aber wie gesagt, wir holen uns mal das Schlafschwert. Sie ist ja so extrem schnell, das dürfte schon echt lustig werden eigentlich. Ich denke, das ist sogar ganz gut generell bei ihr aufgehoben. Kann man auf jeden Fall mal so lassen. Ja, wir reparieren wieder ordentlich. Purgativ. Ich meine, sie heilt nicht so viel mit einem Purgativ. Ich glaube sogar, dass ich den Purgativ auch nochmal weitergebe, ehrlich gesagt. Ich meine, guck dir Tine zum Beispiel an. Ich denke mal, die holt da deutlich mehr Effizienz raus. Alles klar. Genau, den Purgativ. Ja. Es ist zwar super cool, eine mobile Heilerin zu haben. Ist hin und wieder auch ganz praktisch an diversen Stellen. Ja, ich muss überlegen. Aber Erholung ist einfach praktischer, ne? Erholung ist definitiv praktischer. Weil sie hat keinen hohen Magiewert und mit Erholung wirst du immer voll healen. Also letztendlich generiert das doch meistens noch mal ein bisschen mehr. Ich glaube, es ist noch im Vorrat die Erholung bei uns, oder? Lass mal sehen. Ja, die habe ich irgendwann mal hier rein, genau. Aber wie auch immer. Gut, damit bist du voll und ganz ausgestattet. Was sagt dein Orakel? Oh, ihr schwärmt für Arthur. Ja, gut, schwärmen ist ein bisschen schlecht. Wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ich könnte jetzt kurz Wache halten. Dann kann noch jemand rein. Muss noch jemand rein? Ja, Tine konnte sich, wie gesagt, im Purgativ eigentlich krallen, oder? Ja, die hat doch mehr als genug Geld dabei. Ist überhaupt kein Problem für sie. Es gibt auch so ein paar Sachen, die könnte ich locker noch verkaufen. Keine Ahnung. Falls wir Charlotte ein bisschen Arena machen lassen wollen. Warte mal, war jetzt Charlotte irgendwann mal in der Arena? Ich glaube, ich hielt das für etwas unnötig. Ne? Aber falls wir Stäbe reparieren wollen, können wir das durchaus nochmal machen. Ja. Er muss übrigens noch mit Athena reden, aber das werden wir nicht vergessen. Keine Sorge. Na, es gibt auch ein bisschen was zu tun. Ich sehe schon. Aber, nun gut. Genau, dann hast du auf jeden Fall mal was, was schön auf Distanz geht und es dürfte bei deinem Magiewert halt deutlich erträglicher sein. Beziehungsweise selbst der Berserker ist halt interessant, wie ich jetzt meinte, ne? Selbst das ist eigentlich ganz cool auf ihr, weil sie ja deutlich mehr Magie hat, ne? Das ist halt schon gar nicht so übel. Das meiste hier brauche ich einfach nicht, das ist halt leider völliger Quatsch, aber nee, auch nicht ins Lager. Wir verkaufen mal ein bisschen was, oder? Die Sache ist, ich werde kaum von Tornado wegwechseln. Das ist halt ziemlicher Quatsch. Wenn, dann habe ich noch einen Elfendonner fürs Waffendreieck, ne? Donner ist halt sehr präzise, aber naja. Die 10% wirst du im Normalfall, denke ich, gar nicht mehr unbedingt brauchen. Da kralle ich mir jetzt noch mal ein bisschen Geld. Ja, und hier geht's halt ums Waffendreieck. Hauptsächlich, dass ich da ein bisschen Abdeckung habe. Sie allerdings, ja, gewichtig ist es ja gleich. Ist jetzt nicht, wenn Elfenwind theoretisch noch gebrauchen könnte überhaupt. Nee, wir können es auch erstmal so lassen. Ist in Ordnung. Aber den Purgativ, den reparieren wir. Der lohnt sich dann schon. Das ist gut investiertes Geld. Dann kann Tine mal ein bisschen auf Distanz zielen und das lohnt sich. Okay, sehr gut. Dann sind wir auf dem besten Weg hier. Ja, Charlotte wird bald sein letztes Level machen. Genau, wir können auf jeden Fall noch jemanden hochporten, oder? Wir wollen auf jeden Fall schon eine stabile Front haben. Ich denke, ich krall mir Lester, weil Lester kann wenigstens auch ein bisschen was rausholen. Mit einem Kriegerbogen dürften die meisten Magier, denke ich, dann doch ganz schnell weichen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden machst du mit einem Kriegerbogen aktuell? Ich meine, 39 ist ganz gut in dem Fall.
Ich denke, es reicht sogar für die Feuermagier, um sie direkt in einer Runde zu erledigen. Und das lässt dann nämlich einen echten Vorteil an der Front hier. Lass mal sehen. 4 Punkte, 56. Ja, das geht auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall voll und ganz drin. Das ist ja richtig cool. Erstaunlich. Gerne, gerne. Dann holen wir uns mal Lester. Hat er auch mal wieder was zu tun. Genau, Lester. Ab nach oben mit dir. Du wirst gebraucht, ob du es glaubst oder nicht. Wir haben einen Einsatz für dich. Und damit macht Charlotte sein letztes Level. Wo er einfach gar nichts bekommt. Schön. Wunderbar. Er hat zum Schluss nochmal den Substitute halt gespielt. Ne? Der Substitute. Man muss natürlich nochmal merken, dass er ein Substitute ist. Ja, selbstverständlich. Ne? Das musst du einfach nochmal zeigen. Hey, ich bin übrigens ein Substitute. Ah, okay, danke. Jetzt wissen wir da alle Bescheid. Gut, okay, jetzt Stärfe ist dran. Dann werden wir wieder diese Musik vor allem auch. Oh, er geht tatsächlich auf Arthur los. Das ist gewagt. Warte, bist du der Berserk? Nee, du bist nicht der Berserk-Typ, oder? Eigentlich gibt es für den Typen der Berserk-Mode viel bessere Ziele als Arthur. Ich hoffe es mal, dass es nicht derjenige ist, sonst war das ein ganz schöner Waste. Na, okay, sehr gut. Du gehst auf ihn los. Na gut, wenn du meinst. Das ist nicht schön. Ich dachte eigentlich eher, er geht auf die Magier los, weil die könnte er wahrscheinlich sogar auch two-shotten, denke ich mal. Irgendwie ein bisschen lame, aber egal. Typ hat Zelef tatsächlich getroffen. Wir haben ja Tina den Purgativ gegeben und insofern mache ich mir da auch keinen großen Kopf mehr. Ich bin immer noch erstaunt darüber, dass die auf Arthur losgehen. Was ist eure Autorität? Euer Kommandant scheint nicht gerade krass drauf zu sein, jedenfalls. Oh, das ist ja wirklich ausgezeichnet. Ach stimmt ja, ich glaube, wir haben sie jetzt getriggert, weil der eine Typ auf sie losgegangen ist, weil sie Schaden genommen haben. Das kann gut sein. Hat sich der Berserk doch gelohnt. Und Forseti wird mächtiger und mächtiger. Wenn da allmählich mehr Crit draufkommt, dann wird das schon ganz lustig. Ihr verteilt euch ja witzig. Da drüben kann man doch gar nicht durch, oder? Strange. Ja, dann können wir ihn ja den Weg einfach abschneiden mit einer defensiv starken Einheit. Genau, und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Nicht nur da, weil da drüben stehen zigtausend Meteormagier, die nur darauf warten, dass sie uns grillen können. Das wollen wir selbstverständlich nicht. So, ich könnte jetzt Layli mal nach oben holen. Dann haben wir auf jeden Fall ordentlich Tempogewinn drin. Das andere ist, wir können jetzt Shannon mal rüberporten. Und das machen wir natürlich auch prompt. Tschüss. Leck mit dir. Schwupp. Ach ja, ich könnte dir die Rückkehrbinde geben. Dann haben wir nochmal extra Charme später zur Verfügung, ne? Das ist wahrscheinlich sogar tatsächlich eine ganz gute Verwendung nochmal. Die könntest du dir auch gerade so leisten. Ja, ich glaube, bei Nana könnte es sich tatsächlich mal lohnen. Ich glaube, dann verkaufe ich das Ding doch noch. Wir sind ja noch in der Nähe, ne? Ja, komm, lass mal verkaufen. Ich bin gerade voll dafür, dass wir das Ding loswerden, ehrlich gesagt. Weil das ist tatsächlich kein schlechter Move. Dann kann ich nämlich Nana auch nochmal hochporten, einfach weil sie Charme hat. Ist das ganz praktisch. Ich glaube, die braucht sonst viel zu lange. Und wir wollen auf jeden Fall mal wieder ordentlich Charme stacken. Das wäre auf jeden Fall ganz cool für unsere Strategie, die wir in petto haben. Ansonsten, Altena. Genau, du wirst dann auch noch weggeportet. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann können wir unser Gespräch mit Charlotte führen und dann ist das auch geregelt. Genau, dann kommt jetzt eigentlich der coole Teil oder so. Letztendlich müssen wir uns vor allem Layli jetzt erstmal krallen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, ich stelle mich neben den Baum und dann porte ich dich hoch. Kriegt einen anderen Plan. Machen wir so. Und ansonsten haben wir jetzt sehr, sehr viel zusätzliche Unterstützung hier natürlich. Sollten wir eigentlich relativ easy durchkommen können. Ha, das hier ist wieder so ein bisschen eine Sache für sich. Wenn ich jetzt mit Kanto das hier ausreize, dann würde ich mich am liebsten eigentlich fast dahin stellen. Dann müssten sich alle kurz zurückziehen danach, aber das können wir ja problemlos machen. Das heißt, du bist sowieso im Weg und wir machen das jetzt erstmal so, dass wir hier mit Yufel weitermachen. So.
Alles klar. Du musst auf jeden Fall noch weg, aber das ist für Zelef sicherlich kein Problem. 22, danke dafür. Reicht natürlich um einen Punkt nicht aus. Habe ich ja noch nie gehört. Ach Gottchen. Ich denke mal, wir können uns dann direkt wieder reinstellen mit ihm. Wir müssen ein bisschen rumrechnen. An sich, wie sieht's da so aus? Ich denke mal, komplett unproblematisch, wie so oft. Ja. Aber Arthur steht gerade so schön an der Front, der könnte auch was anderes vermöbeln. Die Sache ist, wir müssen auf jeden Fall dahin zurückkommen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss den Weg auch nochmal zurückgehen. Das ist natürlich Quatsch. 6, 7, 8, 9 würde schon wieder nicht gehen. Das ist doch ganz gut, wenn du hier erstmal stehen bleibst. Ne? Na gut, okay, von mir aus. Würde nur ganz gerne Zelef danach mal kurz healen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Können wir dann überhaupt großartig mit Kanto an der Stelle arbeiten? Ich überlege gerade. Vielleicht ist es doch besser, wenn wir einfach nach vorne stürmen. Weil ich dich natürlich auch einfach mitten reinstellen kann. Schön weg von der Straße und die Sache passt, ne? Eigentlich schon. Eigentlich ist das schon zutreffend. Also da steht noch der Kommandant rum. Ich glaube, der hat auch ein bisschen Widerstück. Ich kann leider so jetzt nicht nachgucken, aber dann würden wir so ein bisschen Avoid wiederum einbüßen. Da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. Na, ich mobilisiere dich dann erstmal wieder. Ich denke, das wird das Realistischste sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schade. Oder? Moment mal. Ja, Brücken, Moment mal. Brücken gelten als Straßen. Aber es ist auch nur 1,4, ne? Aber auch auf dem Weg zurück. Also sind es 2,8, wo ich eigentlich 4 bräuchte. Also sind es 3 Felder. Moment, da müsste ich eins weiterkommen. Stopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin mir relativ sicher, dass das geht, weil es... Ich hoffe, sie gelten genauso. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Selbst wenn er jetzt ein Feld weiter oben steht, ist auch egal. Ich denke, wir werden die Brücke danach schon noch ausreizen können. Sehr gut, wunderbar. Ich habe mich nicht verzählt, dann passt alles. Bin ich zufrieden. Gut, Yarmouid, was machen wir mit dir? Wollen wir jetzt schon durchstürmen, ist halt die Frage. Ich denke aber, wir sollten uns auf jeden Fall beeilen und ich denke, es ist schon der richtige Moment, um genau das zu tun. Und wie gesagt, ich denke, wir können hier auch einfach jemanden reinstellen, der ziemlich defensiv stark ist. Lass mal sehen, ihr kommt nicht so weit mehr. Ne? Das heißt, wenn wir hier einfach aufräumen, dann sind die beiden da quasi einfach ausgeklammert. Das hat der Feind jetzt ziemlich lustig gemacht. Aber ist ja ganz praktisch für uns. Ne? Das ist natürlich ganz nett. Also da kommt er an sich nicht direkt durch. Ich könnte eine Chance haben, dass sich vielleicht durchadaptet. Wäre natürlich sehr, sehr cool. Aber sehen wir mal. Sehr gut, wunderbar. Und das ist natürlich super. Ausgezeichnet, ja, das kann sich alles sehen lassen. Stellen wir hier ein bisschen Charme auf, das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, dann können wir jetzt Tine auch noch oben bringen, wenn wir das wollen. Aber Tine wird nicht so viel eine große Distanz zurücklegen können. Ist vielleicht ganz praktisch zum Healen, aber das war's dann auch schon. Ich denke, wir haben mehr davon, wenn wir uns hier aufstellen mit Fee. Weil Fee mit ihrer Kriegerlanze ziemlich sicher direkt jemanden noch ausschalten kann. Wird sich deutlich mehr bezahlt machen. Ich könnte natürlich mit einer Rettung auch nochmal Tine nach oben bringen. Da hätten wir auch sofort noch einen zusätzlich. Er hat halt das große Problem, wir müssen sehr vorsichtig sein mit den ganzen Mages, ne? Die machen ihn komplett fertig. Ist vielleicht doch besser, wir arbeiten mit resistenzstarken Leuten hier zusammen. Trefferquote ist ganz solide, die die haben. Muss man auch mal sagen. Zwei Leadership, genau. Lass uns mal die Kommandanten durchgehen. Zwei Leadership, okay. Also ziemlicher Witz insgesamt und damit auch sehr, sehr dumm. Werden nicht clever agieren. Aber wir müssen dann noch ein bisschen auf der Hut sein. Ich meine, ich kann Zelef theoretisch auch porten, dann könnten wir schon direkt nach drüben stürmen. Ist aber eventuell auch einfach ein bisschen zu früh dafür. Wenn ich diesen einen Bogenschützen wegnehme, achso, da oben ist noch einer. Ach nee, warte mal, das ist der Typ, der besagt wurde. Kann ich noch ein Feld zurück? Das würde eigentlich reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kann ich mich auf genau dieses Feld stellen, ohne dass er mich erreicht? Das ist genial. Weil dann kann ich nach unten abschirmen, das ist super. Nimm einfach ein Feuerschwert.
Und dann hat Fee wirklich nicht viel zu befürchten, generell. Das ist sehr gut, das machen wir so. Ja, und dann kommt der Typ mal weg. Sauber. Genau, dann machen wir das Ganze einfach so hier mit dem Feuerschwert in dem Fall. Dann können wir auch schön auf Distanz kontern. Sehr gut. Dich stellen wir gleich wieder runter im Anschluss. Wir stellen auf jeden Fall resistenzstärkere Leute danach rein. Aber doch, das mit Lester war auf jeden Fall eine gute Idee. Ich habe noch einen sehr fähigen Typ mit dabei, das ist auf jeden Fall ganz cool. Und so sterben sie wie die Fliegen. Nach unten sind wir auch ganz gut geschützt. Magie, wirklich, Lester. Okay. Sehr spannend bei dir, meine Güte. Genau, auf jeden Fall mit Tino nochmal ganz kurz oben gucken, was wir machen können. Ich denke, das ist jetzt nur bei Zelef gerade wirklich drin. Naja, da ist das halt ein echter Gewinn für uns. Beim Rest nicht unbedingt. Super. Super, super, super. Du hast ein Elfenfeuer dabei. Bist an sich aber schlechter als die hier. Das ist ganz interessant. Mit Life müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Wobei, wenn wir mit dem ganzen Leadership und so zusammenstehen, sehe ich da auch kein großes Problem mehr. Wir könnten jetzt noch Z hochporten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interessant, dann würde er hier wahrscheinlich sogar landen. Das wäre ganz cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, du hast halt viel Resistenz. Du könntest hier sicherlich auch mit ausrasten. Der Typ ist eh noch berserkt. Und es gibt bessere Ziele für ihn. Insofern ist das, glaube ich, mit Z eine ganz gute Idee. Er ist ausweichstark. Er macht jetzt 44. Reicht das eigentlich? 33 mal 2, ha? Ja, wenn er sich adepten würde, wäre es in Ordnung. Ansonsten ist es nicht ganz in Ordnung. Die Frage ist, wie sieht's hier aus? Weil ich natürlich selbst noch dazustellen werde. 53% hat er jetzt, so. Okay. Der ist auf 112. Okay, das ist also etwas präziser sogar als ihr. Nochmal, wenn Zelef dabei steht, ist eure Trefferquote also sehr unterirdisch, ne? Ja, 31 wäre es dann bei den anderen. Die Sache ist, ich glaube, er bräuchte auch nur 3 Treffer, also ist ein bisschen zu unsicher, sollte man nicht machen. Ich denke, der Plan mit Z ist tatsächlich besser. Scheint mir auf jeden Fall realistischer zu sein. Dass wir das einfach mal so in Angriff nehmen, ne? Genau. Ach schade, er landet doch nur da. Hm. Na, dann hat es sich nicht unbedingt gelohnt. Das habe ich jetzt ein bisschen anders eingeschätzt. Aber egal, ich stelle dich mal dazu. Das ist in Ordnung erstmal. Ja, von mir aus stoppt eine Stärkung. Ich glaube zwar nicht, dass die gerade wirklich viel bringt, aber egal. Weil von der Reihenfolge hätten wir vielleicht erstmal die anderen noch verteilen sollen, aber das ist auch nicht weiter wichtig. Nachdem die hier stärker zuhauen, sollten wir uns auf jeden Fall eher um die kümmern. Das hat eher die Priorität, ne? Beziehungsweise Arthur, ne? Du kommst auch mit dazu. Und dann würde ich sagen, schützen wir ein bisschen die Armut da unten. Der dürfte sonst am ehesten mehr Schwierigkeiten bekommen. Sauber. Weil du nervst mich schon auch ein bisschen, ne? Zelef kann danach nicht mehr wirklich sehr viel weitergehen als das. Ja, ich denke, es ist am besten, wenn wir uns da reinstellen. Dann mache ich doch erstmal dich hier platt mit dem Kriegerschwert. Kommen wir auf jeden Fall durch. Danach müssen wir gucken, dass wir ganz schnell nach drüben stürmen. Das ist natürlich das, was Top-Priorität hat. Hier rüsten wir noch kurz eine Lichtklinge aus und dann wird es eigentlich jetzt ganz spannend. Aber viel Widerstand gibt es an sich ja gar nicht mehr, ne? Das ist relativ überschaubar. Sofern wir ein bisschen aufpassen, passt das auch alles. Supi. Gut, einwandfrei. Ach ja, wollen wir noch unsere tolle Meme-Arena machen mit unserem lieben Hannibal? Ach komm schon, let's go. Du darfst mal wieder antreten, mein Freund. Das gehört einfach dazu. Aber insgesamt sind seine letzten beiden Matchups natürlich generell absolut miserabel. Okay. Fängt ja gut an. Doch mal mit einer Pavise gestartet. Oh. Tja, wird wahrscheinlich doch nichts, oder? Sehen wir mal.
Ja, da war der Treffer und mit dem zweiten ist er dann auch schon hin. Und wird sogar wegadaptet. Ja, das hat er auch noch. Also, ja, ich glaube, nee, die sparen wir uns dann doch. Ich glaube, wir brauchen nicht DA zu übertreiben. Oh Mann, ey. Uff, lass mal gut sein, ne? Lass mal einfach gut sein. Die Frage ist, porten wir noch jemanden nach oben? Ach ja, richtig, Shannon muss ja sogar nach oben geportet werden, das ist korrekt. Das wollten wir ja sogar direkt machen. Also, let's go, ab nach Milotos. Der kann ja schließlich noch mit Zelef reden. Und das wollen wir natürlich nicht verpassen, das ist klar. Ach ja, und Altena ist ja schon unten, ne? Oder? Habe ich dir jetzt... Nee, ich habe dich noch nicht geportet, oder? Nee, noch nicht. Alles klar. Gut. Ab geht die Post, das wird spannend. Sehr gut, ausgezeichnet. Das wollte ich ja vorhin eigentlich schon, dass er das macht. Das ist sogar ideal, das geht exakt auf, ne? Das ist perfekt. Das ist großartig. Mhm. Ja, wenn du meinst. Unten gibt es noch ein paar Leute, hat sogar Adept getriggert, sehr gut. Bei dir haben wir sogar einen Vorteil, dass er ein Donnerschwert hat. Das heißt, gegen die Feuertypen ist er generell etwas ausweichstärker. Aber mal sehen. Ja, der hat mich getroffen, sehr gut. Und die anderen können sowieso nur noch spezifische Ziele wählen, die alle ziemlich schlecht für sie sind. Das sieht wirklich gut aus. Ach, wird sogar wegadaptet, krass. Nicht ganz, aber fast. Ja, das sind alles eigentlich recht schlechte Ziele. Vor allem bei Fes-Resistenz halt, ne, da wird nicht mehr viel durchkommen. Kriegst dein Feuer wieder zurück, bitteschön. Wird aber halt nicht viel Schaden machen. Ist ziemlich lausig, aber egal. Naja, das kann sich durchaus sehen lassen. Auch mit Adept. Ja, dieser Berserk-Typ gefällt mir. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich muss man dennoch ein bisschen aufpassen, aber egal. Er wird sich wahrscheinlich dem Meteortypen sogar ein bisschen annähern können, wenn ich mir das so angucke. Ja, weil jetzt hat er hier diese ganzen Priester dazwischen, die er wahrscheinlich sogar angreifen wird. Und dann wird er sich denen ganz gut annähern können. Noch eine Stärkung von ihm, okay. Ja, sieht sehr gut aus, wirklich. Ach, die wollen nicht mal viel angreifen, krass. Aber jetzt müssen wir uns hier drüben mal beeilen. So, jetzt wird es dann doch ein bisschen... Ah, der kommt ganz schön nah. Ja, das ist gruselig. Das will ich nicht. Also auf jeden Fall jetzt mal einen Zacken zulegen hier. Das ist gruselig. Bisschen sehr gruselig, aber kein Thema. Ne? Wir haben auf jeden Fall noch eine Rettung mit dabei. Aber gut, die bringt uns jetzt nur bedingt was. Müssen wir mal gucken. Ich meine, solange wir aus der Meteor-Range draußen bleiben, wobei Zelef kann es tatsächlich relativ egal sein, der tankt genug, das ist kein Problem für ihn. Ich bin sehr zufrieden bisher. Ach, wir können sogar einen Schlaf triggern, ist ja witzig. Ah, guckt, seht ihr, deswegen sie ist halt schon deutlich besser, ne? Weil da haben wir viel mehr valide Ziele. Natürlich brauchen wir jetzt keinen Schlaf an der Stelle, aber es ist interessant, nochmal den Vergleich auch zu sehen. Klar. Genau, wir sollten hier auf jeden Fall ein bisschen was beseitigen jetzt erstmal, aber es ist ja easy, oder? Ja, wir können auf jeden Fall mit Lester auch mal nach vorne. Jetzt ist nur die Frage, wie weit ihr halt jeweils kommt. Merken wir uns da dieser Knick zum Beispiel, dass der ein bisschen gefährlich ist. Also auf den Knick nach oben können wir uns quasi stellen. Das ist überhaupt kein Problem, aber weiter nicht. Ja, aber das war tatsächlich ein ganz guter Berserk, bin ich ganz froh. Weil ein Berserk will halt gut genutzt werden. Und das war schon so, dass man sagen kann, ja, es hat einen echten Vorteil generiert. Da sonst halt relativ teuer ist, wenn man damit schon etwas schonend umgehen. Aber bin sehr zufrieden. Da klatscht immer dein Tornado rein, würde ich sagen, ne? Und hoffen wir mal, dass wir nicht zu sehr getriggert werden von irgendwelcher Passiv. Oh, sehr gut. Einfach weggecrittert. Jawohl. Sauber. Besser geht's nicht. KP, Stärke, Glück, Verteidigung und Resistenz. Cool. Das ist so seltsam mal wieder, aber egal. Tina, du bist weird manchmal. Aber nur manchmal. Okay, genau, wir wollen noch reden, aber das können wir auch später machen, weil wir definitiv noch ein bisschen Zeit dort oben verbringen werden. Du, mein lieber Feeball, du kannst auf jeden Fall auch mal ausrasten, oder wollen wir das jemandem geben, der vielleicht den Kill eher nötig hätte, naja. Ist jetzt so eine Sache für sich, ich meine,
Hier werde ich nicht mehr lange blockieren an sich, ne? Mehr Forseti-Kills sind immer ganz nice. Ja, ich denke sogar, ich gehe auf den Forseti-Kill ganz im Ernst, weil ich kann mich den halt immer noch weiter annähern, ne? Das ist eigentlich schon ziemlich lustig. Wir werden fürs Finale einen Forseti mit Extra-Crit haben, was ziemlich lustig ist. Insofern, klar, ne? Also die paar Kills kann ich mit ihm locker noch rausholen in dem Kapitel. Und extra Crit-Rate zu bekommen auf Arthur, das kann nur gut sein. Da werden wir überhaupt nichts bereuen. Das ist natürlich spitze. Gut, Meteor ausweichen kann ich wahrscheinlich auch ganz gut. Eigentlich könnte ich mich auch weiter reinstellen, das ist eigentlich relativ egal. Da oben haben wir sowieso etwas Zeit, wir müssen eh erstmal zur Palmark, also können wir uns auch die Zeit rausnehmen ohne Probleme. Wenn ich mich jetzt hier auf dieses Strandstück stelle, kommt da keiner hin, ne? Alles klar. Die Frage ist eher, ob wir Laili nochmal mobilisieren hier. Was wahrscheinlich tatsächlich keine schlechte Idee wäre. Moment. Moment, Leute. Genau, so kann Life ein bisschen weitergehen. Wahrscheinlich gerade so, dass wir ganz gut uns drüben positionieren können. Es wäre wahrscheinlich tatsächlich ganz klug, das so zu machen. Den holen wir dann nach oben. Ja, wenn ich jetzt Shana nach oben hole, dann haben wir das Gespräch schon. Vielleicht mache ich das so. Ja, komm, lass uns das mal so machen. Warum nicht? Und ansonsten, wie gesagt, für Arve selbst müssen wir sowieso ein bisschen Zeit einplanen. Das ist aber auch normal. Braucht man sich jetzt keine Sorgen zu machen. Genau, dann stellen wir doch Fehlball nochmal so auf. Und dich stellen wir auch nochmal eins nach oben so. Ja, die nächste Stärkung brauchen wir jetzt erstmal nicht. Aber so sollte alles ziemlich ideal sein. Und wir können Diarmuid mal die Axttypen übernehmen lassen, was eine sehr gute Aufgabe für ihn ist. Das ist natürlich alles ziemlich perfekt soweit. Du kannst ja auch noch ein Level machen, theoretisch. Also wenn wir das wollen, können wir es auch machen. Aber es ist jetzt nicht weiter wichtig, sehr stark darauf zu achten, wie unsere Level jetzt noch ausfallen. Alles ein bisschen trivial ab dem Zeitpunkt. So, Life. Natürlich wollen wir dich nicht zu den ganzen Meteortypen reinstellen. Oh, verdammt, jetzt war ich doch etwas voreilig. Jetzt, na egal. Wie gesagt, das Gespräch machen wir später noch, ist kein Problem, wir haben genug Zeit. Okay, jetzt hoffe ich mal sehr stark, dass ihr direkt auf mich losgehen werdet, ehrlich gesagt. Du kommst nicht mehr zu mir, das heißt, du wirst weiter, oh Gott, du wirst weiter nach drüben marschieren. Können wir denn noch einholen so? Das wird ein bisschen knapp, ne, oh Gott. Dezente Angst habe ich da schon. Braucht er noch eine Runde? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, verdammt, noch eins. Keine Ahnung, ich glaube, eine Belohnung gibt es nicht, wenn alle überleben, aber das wäre schon ein bisschen nervig jetzt. Ja, wir können später vielleicht nochmal, wenn wir Laili nochmal rüberziehen oder so, das Ganze beschleunigen. Dann müssen wir uns allerdings um die Meteortypen jetzt schon kümmern. Du solltest nach Möglichkeit nicht unbedingt noch in seiner Range drin stehen hier, ne? Das können wir aber ganz easy verhindern. Nachher, guck mal, Shannon kann dann sicher auch noch ein paar Kills machen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Du kriegst zumindest noch am meisten Erfahrung. Im Verhältnis so. Sauber. Kann sich doch sehen lassen. Ein Verteidigungspunkt. Wer braucht Healing? Keiner braucht wirklich Healing. Aber du kriegst Erfahrungspunkte, also gönn dir das Healing. Wir sind gleich da, es dauert nicht mehr lange, keine Sorge. Gleich haben wir es geschafft, gleich sind wir in der Position mal anzugreifen. Raffee-Beil, muss man wieder auf den ganzen Range hier achten, ne? Und das nächste wäre dann hier. Ah, alles klar. Wir haben ja zwei schöne Eckpunkte, wo wir das mal ganz gut vergleichen können, ne? Also da können wir uns doch überall hinstellen, aber danach wird es halt grenzwertig. Gut. Genau, du kannst auf jeden Fall Altena mal kurz porten. Dann holst du dir die Rückkehrbinde, würde ich sagen. Hier im Schloss kaufst du dir kurz zu und dann benutzt du Rückkehr. Dann porten wir dich weiter. Jetzt alles hier der ultimative Plan. Aber als allererstes können wir, genau, noch ein Gespräch führen. Das können wir auf jeden Fall jetzt machen. Weil dann kann ich Altena theoretisch auch wieder porten. Müssen wir mal gucken, ob sich das lohnt. Reden! Geht es euch gut, Eure Hoheit? Ah, Charlotte, danke, es ist alles in Ordnung. Denk daran, dass du auf dich auf...
dass du auch auf dich aufpasst. Mach nichts Unüberlegtes. Sagt mal, Eure Hoheit. Was ist, Charlotte? Eure Hoheit, ich möchte einen Schutzzauber für euch sprechen. Oh, stimmt, du machst dir Sorgen, dass meine Resistenz gegen Magie zu gering ist, nicht wahr? Bist du dir sicher? Ich habe gehört, dass einige Zauber auch den Sprecher in Gefahr bringen können. Weißt du, Charlotte, es ist mir eine Ehre, aber verletzt dich meinetwegen nicht. Aber ihr habt mir immer geholfen, Eure Hoheit. Ihr seid das, was ich eine Mutter nennen würde, am nächsten. Bitte, Eure Hoheit, ich möchte euch helfen. Wenn auch nur ein wenig. Oh, Charlotte, also gut. Wenn dir das so wichtig ist, kann ich schlecht Nein sagen, oder? Ich bitte dich nur darum, sofort aufzuhören, wenn du merkst, dass es gefährlich für dich wird. Versprichst du mir das, Charlotte? Okay, ich verspreche es, Eure Hoheit. Seid unbesorgt, ich werde mich schon nicht verletzen. Danke, Charlotte. Wollen wir dann? Ich bin bereit, wenn du es bist. Gut, ich bin bereit. Hört mich an, du großer heiliger Brag. Ich beschwöre euch, gewährt dieser Frau euren erhabenen Schutz. Pling! Ha, schön! 5 Resistenzpunkte für eine Einheit, die das unbedingt braucht. Jetzt sind wir in der Barriereklinge und so tatsächlich auf sage und schreibe 20 Rest gekommen. Gut, natürlich ein bisschen tricksen, weil Barriereklinge plus Aura ist ziemlich teuer, das Set, aber durchaus lohnenswert. Ne? Das muss man immer berücksichtigen, dass das natürlich eine hohe Investition ist, wenn man Altena auf viel Rest bringen möchte, aber es funktioniert und ich meine, das ist gar nicht so schlecht. Ich denke, wir können, warte mal, ach nee, porten können wir sowieso keinen mehr, Charlotte wurde ja bewegt, also passt das schon so. So, jetzt bin ich wieder neugierig. Wie ich es mir dachte, ausgezeichnet. Du bist mein bester Freund da oben, was? Okay, das ist jetzt einmal nochmal ausgewichen, aber das kann mir auch relativ egal sein. Fantastisch. Wie er sich immer mehr ins Eck gedrängt fühlt, ist es nicht putzig. Da geht einer nach unten, okay. Wenn er meint, er könnte auch noch... Ach so, wer lag's nach unten steht, ne? Und er will Standard nicht angreifen. Sehr gut, okay. Immerhin greifen die mich alle an. Aber wir müssen uns echt beeilen. Das ist gefährlich. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir da weitermachen. Ich wünsche, ich hätte den einen direkt jetzt schon eingeholt. Aber es ist auch kein Beinbruch auf jeden Fall. NPCs retten ist halt mit Erfahrung verbunden. Man fühlt sich vielleicht nur ein bisschen mies, falls eines der Kinder es nicht schaffen sollte. Das ist dann wohl eher der Fall. Leider versperrt er mir jetzt auch ein bisschen den Weg, ne? Wobei nein, Moment, wenn einer zum Nahkampf übergehen muss, ist das sogar ganz gut. Werden sie aber nicht machen. Aber egal, jetzt habe ich auch Fee dabei, also an sich haben wir genug Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen. Okay, alles klar, sehr gut. Ach stimmt, da hat er ja noch keinen Ziel, richtig. Dann ist es perfekt, dann lasse ich selber da einfach stehen, dann soll der es im Alleingang machen. Sehr gut, okay. Dann haben wir ja das Schlimmste quasi verhindert. Ach ja, natürlich. Das darf auch nicht fehlen, aber viel Spaß da irgendwas zu treffen. Auch wenn er gerade auf einer Straße steht. Auf Fee, wirklich. Weiß schon, wie viel Rest die hat. Hat wohl kein besseres Ziel, hä? Aber ja, die machen alle denkbar wenig Schaden, also das ist schon ziemlich harmlos. Dieser Selef hat Bombenrest. Kommt noch eine Stärkung raus, okay. Ah, verdammt, das wird wieder ärgerlich sein da unten, aber egal. Wir können weitermachen, kein Problem, nichts leichter als das. Wir können jetzt direkt Leute ausschalten und ich würde sagen, das machen wir auch. Ja, lasst uns an die Front marschieren und lasst uns das Ganze beseitigen. Die ganzen Meteortypen müssen auf jeden Fall weg. Oh, wir... Ach, verdammt, der ist neben Aras. Avis, oh Gott. Ja, der kriegt den Leadership ab. Leadership-Bonus. Du bist ja ganz schön mies drauf, meine Güte. Aber ich denke mal, Forseti wird dir trotzdem eine Lektion erteilen können. Na, sieht ganz gut aus. Ist Forseti präziser oder Thoron? 88, 82? 84, 82. Moment, ja, er hat weniger. Ist ja witzig. Okay. Ja, ich meine, Forseti ist so mächtig, dass selbst das Waffendreieck auf einmal wieder egal, ne? Das ist schon amüsant. Ja, tatsächlich. Ja gut, ja, seine Chance war ja doch ganz solide. Mich ärgert nur, dass kein Adept getriggert hat und kein Crit in dem Fall. Hätte schon durchaus drin sein können, aber ist jetzt auch nicht so wild. Also, dass wir Layli an die Front bringen, das sollte klar sein. Das muss auf jeden Fall getan werden. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie einen guten Moment erwischen, um das zu tun. Ach ja, Fee. Kann auf jeden Fall auch einen erledigen. Dann sollten wir uns allerdings tatsächlich um den einen besagten Typen mal kümmern. Sauber.
meine, wenn nur noch einer steht oder so, ist das eigentlich auch erstmal in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, ja. Müssen wir mal gucken. Und Shannon kann sich von mir aus hier gar durchmetzeln, das ist auch okay. Gibt immerhin ganz gut XP. Insofern passt das dann auch. So. Gut, weiter. Wir können nicht 10 Felder nach oben bringen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann würdest du hier stehen. Wenn du hier stehst, kannst du dich nochmal 6 Felder bewegen. Das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus, ganz im Ernst. Ich denke mal, das dürfte auf jeden Fall locker machbar sein, alles. Können wir ein bisschen mit Kanto arbeiten, dann ist das schon in Ordnung. Sollten auf jeden Fall alle Meteortypen problemlos in der Runde kriegen können. Warte mal, hab ich... Oh. Ach stimmt, das war direkt über dir, ne? Patsch ich mir jetzt auf das Feld, weil sie ja da landen würde. So im Kopf innerlich schon mal. Genau. Alles gut. Meine Güte, und doch schon bei über 40 Minuten. Aber gut, es gibt viel zu tun. Man sieht es ja auch voll im Planen gerade. Ne? Genau. Achso, du kannst mit angreifen. Nein, das ist nicht wert, einen Erdschwert zu verbrauchen. Da können sich auch andere drum kümmern, wie sie wollen. Ach ja, genau. Jetzt können wir hier ein bisschen einen Zahn zulegen, ne? Genau. Ist das für Tino überhaupt gerade empfehlenswert? Lasst mal sehen. Wir müssen halt später gucken, wie wir das hier am besten dann noch ausreizen. Solange wir noch ein Feld zurückgehen können, sollte euch alles ganz gut passen. Dann sehe ich da weniger ein Problem. Sag mal, du hast auch einen Waffendreiecksvorteil gegen ihn, ne? Ja, du hast 96%. Das ist doch super. Das machen wir. Unser nächster Meteortyp ist beseitigt. Sehr gut. Und so kommen wir der ganzen Sache doch systematisch näher. KP, Stärke, Magie und Glück und Verteidigung. Wow. Sehr gut. Genau, also da können wir uns noch hinstellen. Das heißt, genau, wenn du dann hier stehst, ist das auf jeden Fall ausreichend. Das können wir so machen. Das ist eine sehr gute Idee. 33 mal 2. Sauber. Auch wieder ein guter Treffer. Dann wird es jetzt Zeit, dich zu beseitigen. Hast uns gute Dienste geleistet, mein lieber Kriegerbogentyp. Muss ich ja mal sagen. Aber hier enden deine Dienste für uns. Ganz schön gemein, aber egal. Ja, wenn wir dabei sind, diesmal können wir wirklich, glaube ich, mal eine Stärkung droppen. Dann natürlich einmal den Tanz machen und den Restgar zu Ende bringen. Wie sieht es eigentlich aus? 64, ja? Es wird wahrscheinlich nicht sehr viel besser werden. Wobei, du hast noch einen Waffendreiecksvorteil wegen Lichtmagie. Ja, da ist der Leadership relativ irrelevant, das ist ganz gut. So, das war's mit dem roten Ritter. Sauber, genau. Du gehst nochmal kurz ein bisschen weiter und ballerst den noch um. Aber ich denke mal, mit dem Ende von Arvis und so können wir schon mal auf einen Stundenpart zusteuern ohne Probleme. Ist wahrscheinlich realistisch und auch gut so. Oh, endlich mal wieder ein Geschwindigkeitspunkt. Seht ihr, hat sich auch nochmal gelohnt. Das ist ganz cool. Gehen natürlich nach oben, ziehen uns mal kurz zurück. Heißt, genau, für dich ist auch der Endspurt, beziehungsweise, ja, ich dachte mir doch, er hat einen Schlafstab, den hat er nie benutzt, interessanterweise. Dann werden wir den natürlich erstmal los. Der hält ein bisschen mehr aus, naja, da kommen wir so nicht direkt durch, aber das ist hierbei wiederum relativ egal, der macht das dann schon. Dass der wenigstens auch mal erledigt hier. Sauber. Ja, die paar Purgativ-Typen stören mich jetzt nur bedingt, das kommt drauf an. Naja, es kann schon ein bisschen nervig werden. Wir sollten schon auf jeden Fall was unternehmen. Falls die da drüben ein bisschen zu viel healen sollten, ne? Weil das sind jetzt die einzigen validen Ziele, also werden sie auf jeden Fall früher oder später mal nach drüben rennen. Ich glaube, ich fokussiere... Na, wobei, nee, der Stärkungstyp, der ist ja näher dran. Stopp, Moment. Wir machen nur 27 und der hat leider den
Der hat auch noch Leadership. Ja, dann lass es gut sein. Das ist dann zu unrealistisch. Dann arbeiten wir uns hier erstmal durch. Ja, das ist in Ordnung. Sehr gut. Ganz schön bunt verteiltes Feld aktuell. Meine Güte. Okay. Ja, tatsächlich, der wurde davon auch noch getroffen. Das ist so richtig gemein. Pack die Lichtklinge aus. Wir machen das jetzt. Ach Quatsch, ich hätte in Nahkampf gehen sollen. Das war ich dämlich gerade. Das war tatsächlich ziemlich doof. Nicht, dass die es alle mit mir aufnehmen können oder so, aber trotzdem. Nicht smart, nicht smart. Egal. Sind wir soweit? Genau. Ares kann auch sich langsam und sicher mal blicken lassen. Allmählich kommen die Leute dann doch mal wieder an die Front. Genau, du holst dir mal kurz die Rückkehrbinde, würde ich sagen, aus dem Lager. Hier, bitteschön. Kannst du dir mal kurz kaufen. Kann man die eigentlich direkt benutzen? Da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ah, das geht ja, wunderbar. Da haben wir nämlich noch einmal extra Charme oben, was ganz praktisch ist. Altena kann theoretisch auch einfach hochfliegen, oder? Ist eigentlich relativ egal. So. Teleport. Auf Nana, damit wir halt, wie gesagt, einfach einen extra Charme noch zusätzlich haben gegen Avis. Dann haben wir bessere Trefferquoten und können das ganz gut ausreizen. Weiter geht's. Ah, okay, das könnt ihr auch gerne machen, habe ich auch nichts dagegen. Das bringt euch hier halt relativ wenig. Ah, finde ich sehr gut, ja, die gehen tatsächlich da entlang. Sehr, sehr praktisch. Ausgezeichnet. Könnt ihr mir nichts Schöneres wünschen. Und ich meine, wer möchte, könnte sogar noch nach drüben gehen und die Kinder retten, ne? Ein paar NPC-Punkte abstauben, warum nicht? So, das war's mit ihm. Ja, das war klar, dass hier nochmal eine Stärkung kommt, das ist egal. Letztendlich sind die eigentlich ganz gut geeignet, um uns noch ein bisschen extra Crit dann zu verschaffen später. Oh, verdammt, ich bin ein Feld off, das ist ziemlich schlecht. Das nervt mich gerade immens. Das Problem ist, nach Redenaktion ist er ja sofort wieder... Dann steht er ja an Ort und Stelle, das nervt immer so ein bisschen. Ihr kennt's ja. Ziemlich nervig. Okay, dass das auf einen Punkt runtergeht, ist mir schon ganz schön. Ich dachte mir jetzt einfach so, ja, hau raus. Ist ja nicht so, als hätten wir wenig Geld. Okay, 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 lass mal sehen. Haben wir noch irgendeine Möglichkeit, dass wir dich ein bisschen weiter nach drüben versetzen können? Eigentlich nicht so einfach, ne? Ja, dann pass auf, dann erledige den, das ist dann schon in Ordnung, aber dann ziehen wir dich später einfach mit Rettung wieder rüber. Wird wahrscheinlich das Beste sein. 31. Ah, perfekt, wunderbar. So, dann darf Selef sich mal das holen, was ihm zusteht hier. Auf zu Palmach. Genau, und der Rest kann jetzt erstmal weiter aufschließen. Das ist natürlich alles ideal so. Du kannst noch Punkte bekommen, wenn du willst. Achso, du hast auch keine Möglichkeit mehr dazu, so wirklich. Schade. Eigentlich relativ egal alles. Sauber. Genau, und ansonsten wollte ich einfach mal wegen Vorsichtig nochmal gucken, dass wir da ein bisschen was drauf bekommen, extra, ne? Das taugt doch immer. Und Lester können wir mal nach drüben schicken wegen Green Units. Für die extra Punkte oder so. Dann kann der da seine letzten Level-Ups machen. Wir werden jetzt nicht alle voll versammeln müssen vor Avis. Das ist auch Quatsch. Zumal die wenigsten überhaupt vernünftig Schaden machen können. Er landet schon mal in der Kategorie nicht vernünftig Schaden machen können. So. Gut. Genau, dann können wir uns jetzt mal darum kümmern, dass du noch ein Problem bekommst. Hatte. Jetzt habe ich live so benutzt. Das ist eigentlich egal. Ja, stimmt, das ist relativ irrelevant. Du hast eh niemanden mehr zu healen, ne? Wir können uns also Zeit lassen oder so. Naja, Tine kriegt auf jeden Fall noch Erfahrung raus. Das machen wir also. Super. Warte mal. Naja. Dauert nicht mehr lange, da ist auch bald Level 30, ne?
dir. Kriegerlanze oder lassen wir Arthur das Ganze erledigen? Komm. Wie gesagt, wir steuern auch vor Seti Crit zu. Das ist im Endgame, denke ich, durchaus ganz lustig. Vor Seti auf Crit zu haben, dürfte schon ganz amüsant sein. Machen wir also. Wow. So viel dazu. Egal. Okay, jetzt ziehen wir nochmal Layli nach drüben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar. Gut. Genau, also dann können wir auf jeden Fall direkt Zelef da rausbringen, können sofort uns nochmal nach drüben begeben. Sollte alles kein Problem sein dann. Gut. Ja, Kriegerlanze noch mehr Crit geben geht natürlich auch, wenn wir das wollen. So, wir brauchen auf jeden Fall später für unsere Formation Yamult hier. Nana hätte ich auch ganz gerne noch oben. Dann haben wir nochmal ein bisschen extra Charme und dann passt die Sache, ne? Wir könnten übrigens Shannon und Patty auch nochmal nebeneinander stellen. Das ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ist auch kein Problem. Könnten wir ruhig machen. Ja, und jetzt mit Stärkung und so weiter ist es auch kein Problem, dann jemanden vor Arvis stehen zu lassen, der genug aushalten würde. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Healing dabei. Ist überhaupt kein Thema. Ach, der redet sogar mit ihm. Oh, das wusste ich jetzt. Achso, never mind. Er ist zu uns gekommen. Oh, das ist aber sehr praktisch eigentlich. Okay, er heilt einen so rum. Aber es ist ja interessant, da könnte man das sogar tatsächlich ausreizen extra. Indem man ganz viele angeschwächte Einheiten zum Beispiel hinstellt oder so. Ist ja witzig. Wenn du mit deinen Flugeinheiten unten stationiert wärst bereits, könnte man Palmach damit ja eigentlich extra manipulieren. Das ist ja interessant. Kommt mir gerade so. Aber naja, egal. Wir können von hier aus reden. Das reicht erstmal. Let's go. Sehr wichtiges Gespräch. Geht es euch gut, euer Gnaden? Lord Zelef, seid gesegnet. Wir haben so lange auf euch gewartet. Ich habe alles getan, um zu überleben, damit ihr euer Geburtsrecht beanspruchen könnt. Hier, nehmt es, Milord. Was ist das? Das heilige Schwert des Hauses Telfi, Tierfing. Aber woher habt ihr das, euer Gnaden? Verzeiht, Milord, das kann ich nicht sagen. Ich habe es geschworen. Verstehe, auch gut. Ich kann euch nicht genug danken, euer Gnaden. Das ist also Tierfing? Ich habe noch nie so eine Macht gefühlt. Milord, ich flehe euch an, bitte rettet Telfi. Eure Untertanen haben so lange gelitten, allein der Gedanke an eure Rückkehr hat sie alle Jahre durchhalten lassen. Seid unbesorgt, euer Gnaden. Solange ich Tierfing in der Hand halte, haben wir nichts mehr zu befürchten. Jawohl, endlich hat er seine heilige Waffe. Let's go. Tierfing erhalten. Yes. Seht ihr diese Resistenz? Seht ihr sie? Er hat jetzt einfach mal 41 Resistenz gerade. Mit dem Aura-Ring und Tierfing. Das ist ganz schön insane. Oh ja, Leute. Und die Geschwindigkeit. Selbst die ist erhaben. Ja, eigentlich brauchen wir auch gar nichts anderes mehr. Arcanum haben wir auch drin. Ich gebe dir vielleicht noch ordentlich Geld und dann kann die Post abgehen, würde ich mal sagen. Das wird lustig. Ich freue mich drauf. So, jetzt aber erstmal Zelef abholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Zelef. Zeit, dass du nach drüben kommst. So, okay, sehr gut. Dann ist das auch schon mal beschleunigt. Wunderbar. Kann man ihn direkt hinstellen? Ich muss mal kurz gucken. Standard wollte noch mit dir reden, nicht vergessen. Aber ist alles keine große Sache mehr. Dann schalten wir gleich die Animationen ein und können mit dem Kampf beginnen, würde ich sagen. Achso, stimmt, ja. Moment, da richtig. Die Rettung gleich benutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Dann landest du doch gleich mal unten hier. Sehr schön. Ach ja, der Leadership gilt ja bereits. Ich könnte eigentlich mit dem Schlafschwert uns sogar mal reinstellen, wenn ich Bock drauf habe. Auch wenn Nana noch nicht da steht, aber ich glaube, die braucht noch ein bisschen, oder? Ja. Schon. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt so habe an Trefferquote mit Fee. Aber tendenziell können wir das mit dem Schlaf mal machen, was halt super lustig wäre. Der Fight wäre danach natürlich komplett entspannt, wie man sich vorstellen kann. Hier gibt's auch nicht mehr viel zu tun. Ich meine, deine Arena-Leistung lässt eh zu wünschen übrig. Ob man jetzt mit Altena hier noch zu den Kindern kommt, sei auch mal dahingestellt. Naja, doch, in 3 Zügen vielleicht, wenn dann überhaupt nicht schon alles erledigt ist. Sehen wir mal. Genau, du kannst da hingehen, das heißt, in der nächsten Runde kannst du mit Zelef sprechen. Gut, okay, dann haben wir eigentlich soweit wirklich alles, ne? Genau, und Yamuid steht da, aber Layli ist noch ein bisschen zu weit weg. Wir haben also quasi nur Leadership und einmal Charme drin. Was uns auf 42 bringt, aber sie haut auch zweimal zu.
Ja, wir können es probieren. Klar, wir machen die Animation mal an. Weil der Typ natürlich auch ein paar Wiese hat, also wir müssen wirklich schauen, ob das gerade möglich ist. Warte, wegen Stärkung und so weiter könnte ich sogar mal kurz... Ja, ich habe ja Purgativ plus Stärkung, ich könnte das tatsächlich auch direkt machen. Why not? Let's go! Den ersten Hit kriegst du, das ist irgendwie ganz witzig, aber ab geht die Post. Die Musik. Ihr könnt euch die Ausmaße meines Höllenfeuers nicht vorstellen. Okay. Wie aussieht der? Oh mein Gott, wir sehen Wall Flame hier im Kampf. Aua. Das tat ein bisschen weh, Mann. Oh. Okay, wir haben sogar Adept getriggert. Das finde ich auch ganz amüsant. Wir können uns tatsächlich einfach hier hinstellen nochmal und warten. Weil wir, wie gesagt, mehr als genug Möglichkeiten haben. Oh, verdammt. Jetzt sind die Animationen ja generell an. Nein, keine Stabanimation. Oh Gott, die brauchen so lange. Naja, es geht noch. Das alleine reicht eigentlich schon, um Hit zu verkraften. Also, wir brauchen jetzt nicht übertreiben. Aber ich krieg die Erfahrung. Moment. Kann doch deine Animation selbstverständlich auch nochmal ausschalten. So. Hab ich sie überhaupt auf Solo gestellt oder habe ich irgendwie alle dann an? Na egal, jetzt ist, glaube ich, wieder Solo aktiviert. Ach ja, und Arthur, wie gesagt, vor Setikrit incoming langsam, aber sicher mal. Oh nö, ey, jetzt haben wir noch so einen unnötigen Kampf. Huch, okay. Das hat uns gezeigt, dass man die rote Ritter, dass man das Feld auch nochmal zumindest fixen müsste hier. Hat das ja vielleicht einen Nutzen, keine Ahnung. So, 48, ja. 2 Kills beim nächsten Mal, dann haben wir das auch geschafft. Patty brauche ich jetzt nicht unbedingt... Halt, Moment. Doch. Patty neben Shan anstellen, please. Dann bin ich zufrieden. Alles klar, let's go. Wir bringen das jetzt zu Ende. Und wie gesagt, ich wollte euch das mit dem Schlaf halt mal zeigen. Ich finde das einfach mega lustig. Insofern... Autsch. Das tat ein bisschen weh, Mann. Oh, er weicht wieder die ganze Zeit aus, Mensch. Du Nervensäge, was soll das denn? Egal, ich kann weiterhin Stärkung casten und das ist völlig egal. Oh nein, Stabanimation. Was für ein Ende. Oh Gott. Warte, kommt Nana eigentlich schon nah genug ran? Wir können sie auch notfalls nochmal so nach oben bringen. Noch nicht ganz. Aber, wie gesagt, ich kann live auch nochmal mobilisieren dafür. Das ist mir auch durchaus wert, da kommen. Können wir die Rettung beim nächsten Mal wieder aktivieren oder so? Warte, ich bin immer noch zu weit weg, wirklich. Nana macht das dann schon, ist doch kein Problem. So, ab nach oben mit dir, oh Gott. Ja, sind gerade alle Emanationen wieder an, ey. So, dann sind unsere Trefferquoten wieder ganz gut. Danach würde ich mal sagen, also noch einmal Charme dazu. Ja, und Leadership ist ja auch aktiv. Jetzt könnte ich nur noch deinen Charme hier ausreizen. Ich will eigentlich nur wirklich mit dem Ding mal treffen hier. Das reicht mir dann auch schon. Jetzt sind wir mal auf mehr als 50% mal. Das ist dann schon in Ordnung. Let's go. Nice. Sie hat getroffen, Leute. Ab geht die Post. Let's go. Jetzt können wir ihn richtig verarschen. Oh mein Gott, das wird so herrlich. Alles klar, Leute. Ab geht's. Okay. Okay, ne? Hab ja gesagt, das ist doch ganz witzig. Wir lassen natürlich auch mal Zelef angreifen. Ich glaube, es wird ihn... Ja, 15 Damage macht das jeweils. Das ist schon in Ordnung fürs Erste. Ihr, Kaiser Arvis, warum? Warum habt ihr meinen Vater verraten? Endlich, Zelef. Ihr habt Mut, Junge. Das muss ich euch lassen. Aber Mut allein wird euch nicht retten können. Ihr seid genauso ein unsagbarer Wurm, wie euer Vater es war. Meine Flammen werden diese Welt von euch säubern. Meine Güte. Er hat Probleme. Natürlich muss er irgendwie mit Pavise uns triggern, weißt du? Triggerst die Pavise nicht aktiv, du triggerst, wenn dann immer nur uns. Ach so, richtig, jetzt habe ich das natürlich so, egal, wir können das auch so machen. Kein Problem, ich wollte eigentlich ein bisschen mit Kanto rein. Immer wieder mal angreifen. Hey, können wir dich eigentlich ausrauben, Arvis? Du hast viel Geld dabei, ich raub dich jetzt aus, weil ich Bock drauf habe. Ich meine, ich mache dir wahrscheinlich eh zu wenig Damage, oder? Ja, mit dem Angriff.
Nee, alles zu wenig. Dann ist es tatsächlich so, dass es kein... Wobei, kann man nicht realistisch... Nein, kann man nicht. Man kann dich nicht realistisch ausrauben. Dann ist ein Leichtschwert tatsächlich das Beste, amüsanterweise bei ihm. Würde vielleicht mit Adept maximal 4 Damage machen können. Yeah, cool, oder? Aber egal. Nope. Das wollte uns auf keinen Fall erlauben. Shannon ist an sich wahrscheinlich ganz okay als Pick. Ich meine, bei Arthur habe ich ein bisschen Angst, dass er sich durchcritten könnte. Wenn er sich durchcrittet, ist er bei 106 gegen 40. Das wäre halt, ja, dann wäre Arthur quasi durch hier, ne? Das kann halt passieren. Die Sache ist, Moment, Zelef braucht das letzte, weil sonst kriegen wir das Secret Event ja gar nicht. Kommt mir gerade. Das ist korrekt, Leute. Das ist korrekt. In der Tat. Warte mal, Zoran ist wahrscheinlich nicht so stark. Da kann ich das wahrscheinlich sogar machen, oder? Dann kommen wir auf 86. Ja, das wäre in Ordnung, also wenn du dich crittest. Er bräuchte einen Adept-Doppel-Crit ansonsten. Selbst mit Adept. Ja, es wäre wirklich nur Adept-Doppel-Crit das Einzige, was Arvis so töten würde. Und wir müssen ihn auch erstmal treffen. Also ist das, denke ich, in Ordnung. Ich gehe eh daneben. Und auch kein Adept getriggert. Ach so, wir können das sogar gleich nochmal in Angriff nehmen, oder nicht? Ich habe, glaube ich, bessere Varianten dafür. Wie sieht's mit dem Balmung aus? Wobei wir konnten uns mit Astra wahrscheinlich auch leicht durchmetzeln, oder? 13 Punkte? Ja, das könnte passieren. Ich will ihn da nicht direkt erledigen. Wir müssen ihn, wie gesagt, mit Zelef ausschalten, wenn wir noch was Besonderes haben möchten. Wie sieht's da aus? 14 Punkte nur, meine Güte. Dass ihr alle so unpräzise seid, Wahnsinn, ey. Ja, Patty kannst du auch knicken, ne? Ja, ich will halt, das Balmung ist halt schon wieder zu krass vergleichsweise, ne? Das Problem ist, ja, ich meine, Astra sind 65. Gut, der kann auch paar Wiese triggern und so. Die Sache ist so, ah nee, Quatsch, nein, es gibt da, ach, boah, ich Idiot, es gibt da gar keine Crit-Möglichkeit gegen, oh, Arvis, man kann ihn ja nicht wegcritten. Ja, ich meine, wenn er Astra triggert, okay, macht er sowieso nicht, dann bin ich eh zufrieden. Okay, never mind. Das war schon ein bisschen sehr gruselig. Alles klar. Oh, Geschwindigkeit hat er bekommen. Krass. Nee, eigentlich war Shannon schon ein bisschen zu viel Risk für das Secret Event. Wir haben das schon ein bisschen in Gefahr gebracht gerade. Aber egal. Passt schon. An sich müsste eigentlich ganz gut durchkommen so. Ja. Ich meine, wir sind sehr flexibel. Oh, jetzt habe ich euch ja mobilisiert. Ich habe ja gar nicht selbst gerade. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. Ist wirklich egal. Ich denke, du hast noch eine ganz gute Trefferquote. Und was ist, wenn du jetzt Adept triggerst? Dann machst du maximal 16 Damage. Na, das ist schon in Ordnung. Das können wir schon mal machen. Das ist in Ordnung, ja. Wenn er zweimal Adept triggern sollte. Und selbst dann hast du immer noch ein paar Wiese gegen dich und den ganzen Blödsinn. Eventuell. Sehr schön, wunderbar. Genau, und ich würde es ganz gerne mit einem Silberschwert betten, tatsächlich. Für den gewissen Wert dahinter, ne? Denn, erinnert ihr euch zurück? Dieses Silberschwert, was Zelef seit Ewigkeiten führt, war ein Geschenk von Arvis an Siegwood, wenn ihr euch an den Prolog erinnert. Und deswegen will ich ihn mit dem Silberschwert erledigen. Das ist einfach so ein Ding, was ich ganz gerne umsetzen möchte. Ja, das ist natürlich schon wieder zu viel, ne? Ich muss erstmal den Weg frei machen. Jo. Ja, beendet es dann mal. Das ist in Ordnung. Also. Ich mach das jetzt erstmal von hier aus. Das passt dann schon. Dann hoffe ich mal, dass er nicht die paar Wiese triggert, wenn wir mit Zelef das Ganze erledigen wollen. Aber ja, dass das heute ein langer Part wird, das war eh schon klar. Das war nur allzu realistisch. Wirklich Doppelpaar Wiese schon mal getriggert. Ja, da geht's schon los, ne? Na, wenigstens der dritte Blitz durfte dann mal treffen. Danke dafür. 18 Punkte. Ich weiß nicht, ob ein Silberschwert tatsächlich an dem Punkt... Wir machen jeweils nur einen Damage, ne? Wir müssen ihn tatsächlich... Oh, wenn wir das so machen wollen, so ganz... So voll auf Styler, ist das schon ein bisschen kritisch wiederum. Ich meine, gute Trefferquote hat das wahrscheinlich du noch. Ach ja, die Kriegerlanze kann ja nicht direkt durch. Aber du willst so mit 4 Damage machen. Oder auch bis... Naja, es kommt jetzt drauf an, wie oft wir noch einen Depth triggern, aber ja... Genau, wir können wegen seiner Negation ja an sich nicht critten, ist ganz gut. Oh Mann, ey. Dieser Typ ist so unglaublich zäh, ne? Das ist echt crazy. Ach, warte mal, und genau, ich habe ja kein Crit-Risiko, aber ich könnte immer noch Adepten, das ist mein Problem dabei. Wenn ich immer vorsehe, die Adepte,
Ja, die Chance ist schon sehr niedrig, dass ich zweimal treffe. Ich habe aber auch keine Lust drauf, es eskalieren zu lassen. Ich glaube, ihr versteht meine Problematik dahinter, oder? Man kann sie zumindest erkennen, ja. Ja, dann nähern wir uns noch mal in kleinen Schritten, wie gesagt, für den epischen Silber-Schwert-Kill. Oder so. Wow, danke dafür. Das geht ja hier grandios weiter, meine Güte. Kannst du noch öfter ausweichen? Ganz schöne Nervensäge, ey. Ganz schöne Nervensäge. Ja, mit den meisten, die sind halt dann schon wieder zu krass drauf, ne? Das ist immer unser Problem so ein bisschen dabei. Ach ja, und bei dir habe ich ja vorher nur Tornado nachgeschlagen. Stimmt ja, das ist natürlich wegen Waffendrecksnachteil grenzwertig. Aber du machst auch jeweils nur einen Punkt Schaden. Das ist halt alles ganz schön witzlos. Klar kann man das machen, aber es ist dann gleichzeitig auch so, naja, ne? Du kannst immerhin mit Adept, wie gesagt, bis zu 4 Damage machen. Aber es durfte nur ein Damage mal wieder sein. Cool. Und so geht's schön weiter. Aber gut, ich habe das ja selbst so bestimmt, dass ich das so machen möchte. Dementsprechend ist das natürlich selbstverständlich etwas problematischer. Och Mensch. Ja, ich glaube, wir benutzen vielleicht live nochmal, weil er einen Meisterbogen hat. Der dürfte ganz gut treffen können, oder? Das sieht ganz stabil aus. Das können wir schon mal machen. Ist okay. Immerhin ein Damage jeweils mit guter Trefferquote. 13 Punkte. Yeah. Wir nähern uns. Cool, oder? Und danach hat er wieder seinen Heal drin. Da geht's dann weiter. Wartet mal kurz, Moment. Ich denke, das Beste wird sein, wenn wirklich das Ganze nochmal so ringsrum dann probieren. Und vielleicht auch mal Zed einfach einsetzen. Der hat ja ganz guten Schaden immer noch gemacht. Naja, das ist in Ordnung. Guter Schaden ist in dem Fall 4 Punkte. Merke. Wenn man nicht unbedingt ihn mit Tierfing natürlich angreift, das ist natürlich selbstverständlich deutlich besser. Ne? Natürlich nochmal ein großer Unterschied. Oh Gott, er hat triggert nochmal. Depp, jetzt bitte nicht nochmal. Sonst wird's langsam ein bisschen gruselig. Nein, oh Gott, bitte trigger Pavise. Ich habe mir noch nie so sehr eine Pavise gewünscht. Oh mein Gott, er ist ausgewichen, yes. Puh. Wir haben uns fast unser Secret Event verbaut, danke. Gruselig. Egal. So. Oh mein Gott, ey. Mit dem Silberschwert. Weil es so schön ist, wie gesagt. Geschenk von Arvis, soll ruhig Arvis auch wieder plätten. Jetzt hoffe ich nur, dass jetzt keine Pavise oder sowas kommt. Nein, das ist ausgewichen. Und nochmal ausgewichen. Goddammit, ey. Das gibt's doch nicht. Ach. Ja. Mann, was soll das denn jetzt? Nur weil man mit Stil durchgehen will, weißt du? Ich wollte doch nur ein bisschen Stil. Meine Güte. Ja, ist in Ordnung. Jetzt könnte ich schon wieder das Risiko drin haben, wenn ich das mit ihm mache. Ja, ich meine, eigentlich ist das Risiko verdammt gering. Das muss man da immer dazu sagen, vergleichsweise. Wie hoch ist eigentlich eine Adept-Chance bei dir? Lass uns doch mal umrechnen. Angriffsgeschwindigkeit plus 20 war es. Du hast eine Angriffsgeschwindigkeit von 25. Auch die ist schon ziemlich hoch. Also zweimal Triggers ist dafür etwas niedriger, aber trotzdem. Wobei er hat auch Pavise-Chance von 30. Ganz im Ernst. Ja, mach es doch mal. Das wäre zumindest sehr, sehr schön, wenn wir dich so weit runterbekommen würden. Ja, da war eine Pavise. Dann sind wir schon mal so weit safe. Gut so. Mach normal. Hau ihn. Mach ihn fertig. Danke. Okay, 8 Punkte. Das sieht doch langsam aber sicher wieder ganz annehmbar aus. Arthur. Ja, selbst wenn du Adeptest, ist das egal. Kannst du also machen. 80% mit Arthur. Sehr gut. Oh. Ach, stimmt ja, du hast deinen Liebesring. Ey, wir haben noch bestohlen. Cool. Yes. Wir haben ihn bestohlen, Leute. Oh mein Gott. Ach ja, genau. Also du kannst den Meisterbogen auspacken. Bist jeweils bei einem Punkt. Also kannst bis zu 4 Punkte Damage machen, wenn du zweimal Adept triggerst. Relativ realistisch wären so 3 Punkte wahrscheinlich. 1, 2, 3,
Okay, alles klar. Gut. Das gefällt mir. Das sieht doch bisher annehmbar aus. Du könntest leider auch Adept triggern, deswegen fällst du so ein bisschen aus der Kategorie wieder raus. Die meisten hier sind einfach dann auch wieder ziemlich schnell unterwegs und würden alle mit Folgeangriff durchkommen, ne? Aber gut, ich habe jetzt noch Tanz zur Verfügung, also habe ich kein Problem damit, ihn jetzt schon mit dem Silberschwert hier anzugreifen. Aber wahrscheinlich wird er wieder irgendwas triggern oder so. Natürlich. Natürlich weicht er mir jetzt zweimal aus. Sag mal, willst du dich eigentlich irgendwie erledigen lassen oder... Oh, Leute. Anstrengender Typ. Ich sag's euch, sehr anstrengender Typ. Ja, das meiste wird ihn jetzt direkt erledigen, ne? Das ist halt das Problem dabei. Na komm schon. Gönn uns doch mal was hier. Was ist denn das hier für ein Finale, hallo? Ich will doch nur Stilpunkte. Danke. Nein. Oh mein Gott, wir sind wieder in derselben Situation. Verflucht noch eins. Ich krieg die Krise. Sollten wir es doch anders... Nein, ich meine, Selef braucht den letzten Schlag. Ich hätte nur vielleicht doch lieber Tierfing nehmen sollen. Da will man einmal was Lustiges machen, ne? Einmal. Und aus dem Grund spielt man Fire Emblem ernst. Ich sag's euch. Nein. Spaß beiseite. Natürlich kann man sich den einen oder anderen Spaß erlauben. Aber normalerweise bin ich nicht so verbissen auf solche Dinge, ne? Das habe ich jetzt davon. Tja. Und jetzt bitte kein Adept nochmal triggern. Jetzt hast du schon zweimal mit 64% getroffen und es hat keine Pavise getriggert. Oh mein Gott, ey. So. Die Sache mit Life ist, dass er bei 4 Punkten leider doch ziemlich problematisch ist. Er hat halt 100%. Wir haben auch die Pavise mit drin, ne? Das ist halt das andere, ja komm. Wir riskieren jetzt so oder so ein paar Dinge. Danke, so. Eins. Zwei. Oh. Jetzt sind wir wieder bei 2, wirklich. Muss wieder zu risky wird für viele Leute. Dein Ernst? Warte, du kannst einen langen Speer vielleicht schmeißen. Ich meine, du wirst nur einmal angreifen mit so einem langen Speer, das ist in Ordnung. Das ging aber auch daneben. Tjo. Also, noch einmal, komm schon. Komm schon, Avis. Ja? Yes! Der Dreh, Julia! Na also! Wer sagt's denn? Gut, hat zwar ein paar Züge jetzt verballert, aber egal. Ich denke, wir stehen eh zugzeittechnisch gut genug da. Da kann man sich so einen Spaß schon mal erlauben. Genau, letztendlich müssen wir mal zum Meer hier. Selef, oh Selef, wer ist da? Oh Selef, du bist so groß geworden. Unmöglich. Mutter? Mutter, bist es wirklich du? Du bist wirklich groß geworden. Danke, Levin, von mir, dass er dich die ganze Zeit geleitet hat. Selef, bitte denk immer daran, deine Freunde, deine Gefährten. Schätze sie immer wert. Du verdankst ihnen so viel. Ja, Mutter, ich verstehe. Oh, ich habe Kaiser Avis besiegt. Endlich wurde Vater gerecht. Wirklich? Aber was ist mit Julius und Julia? Ich weiß es nicht. Moment, Mutter, woher weißt du, was mit ihnen ist? Mutter? Selef? Ihr seid, Moment, bist du das, Vater? Selef, bleib immer bescheiden, egal was passiert. Denk daran, es war nicht deine Kraft allein, die Avis zu Fall gebracht hat. Was, wie meinst du das? Lerne das Leid der einfachen Leute kennen und ihre Sichtweise. Wenn du ihren Schmerz nicht kennst, dann waren die langen Jahre des Krieges umsonst. Vater, bitte, komm zurück. Bitte. Selef, pass auf dich auf, mein Sohn. Oh, Mutter. Eine Heilungsbinde kriegen wir dafür auch nochmal. Also ein Secret Event hier mit Selef. Achso. Send ein Item an den Vorrat. Ich denke, es wird endgültig Zeit, das Kriegerschwert zum Beispiel mal loszuwerden. Also beziehungsweise später muss es dann mal zur Pfandleihe oder so. Gut, okay. Ja, sehr schönes Event nochmal, was wir bekommen haben an sich. Achso, ja, Life hat damit angegriffen. Egal. So. Ja, ist ja irrelevant jetzt erstmal. So. Gut, dann sind wir ja wirklich endgültig fertig. Halt, Moment, wir haben das Gespräch mit Shannon gar nicht gehabt. Moment mal. Reden. Du bist so groß geworden, Selef. Der Apfel fällt wirklich nicht weit vom Stamm. Ich kann dir nichts mehr beibringen.
Danke, Shannon, für alles. Dass der Schwertkampf für mich so natürlich ist wie das Atmen, verdanke ich euch. Denkt ihr das wirklich? Ihr seht müde aus, Shannon, stimmt etwas nicht, wenn ich euch doch nur etwas von meiner Stärke leihen könnte. Hey, macht mal halblang, noch zähle ich nicht zum alten Eisen, ich bin noch quicklebendig. Oh, tut mir leid, Shannon, das war nicht, was ich... Ja, schon gut, trotzdem danke, Zelef, es freut mich zu hören, dass ich euch wichtig bin. Jo, alles klar, sehr gut. Gut, wenn wir schon eh so weit drüber sind, dann hol dir noch die Erfahrung, weil wir es können. Das macht das Kraut jetzt auch nicht mehr fett, ne? So. Alles klar, sonst gibt's glaube ich gar nichts mehr zu tun. Jo, alles in Ordnung soweit. Gut, wir nehmen ein. Gute Arbeit, Zelef, und seht euch das an. Die Einwohner sind überglücklich, euch zu sehen. Seht, sie kommen auf die Straßen und bejubeln eure Rückkehr. Ich bin zu Hause, endlich bin ich zu Hause. Nichts hat sich jemals so gut angefühlt. Aber das ist noch kein Grund zum Feiern. Es ist Julia, nicht wahr? Ihr müsst Krankvorsorge sein. Nein, so ist es nicht. Ich habe mit einigen Einwohnern gesprochen und sie wurde mit Erzbischof Manfroy gesehen. Das klang zumindest danach. Julia sollte noch irgendwo in Granville sein. Nee, wenn irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben Arves besiegt und meinen Vater gerecht und doch fühle ich mich leer. Weil ihr immer noch nicht am Ende eurer Reise seid. Der wahre Kampf steht uns noch bevor. Vertraut mir, wenn dieser heilige Krieg vorbei ist, Zelef, werdet ihr die Wahrheit verstehen. Sehr schön, wir sind durch und der Part ist eh lange genug. Im nächsten Mal erwartet uns das Finale. Und ich freue mich drauf. Das war jetzt irgendwie alles ziemlich witzig und hat sich in die Länge gezogen. Aber egal. War hoffentlich ganz spaßig. Bis zum nächsten Mal.